So Leute, willkommen zum dritten Spiel der H-Gruppe. Hier sehen wir wieder Final Destination. Wir sehen wieder Rob und wir sehen wieder einen Gegner, der vielleicht eventuell diesmal mehr entgegenzubringen hat als die beiden Gegner zuvor, die Marcel in den Boden gestampft hat. Smog 1997 an meiner Seite moderiert. Herr DK. Hallo. Und ich. Hallo. Hallo. ich glaube ja nicht, dass dieses Match jetzt irgendwie anders ausgehen wird als die vorherigen. Ja, also es sieht momentan nicht danach aus. Das stimmt. Ja, wobei. Nee, er macht's wieder einfach nur spannend. Das nehme ich mittlerweile gar nicht mehr ernst, wenn er irgendwo runterfliegt. Man sieht auch einfach, die Videolänge spricht Bände für sich. Richtig, richtig. Also man kann eigentlich dann schon davon ausgehen, einer wird hier richtig in den Boden gestampft. Und nach dem, was wir bisher von Marcel gesehen haben, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass er das ist. Alter, hör auf zu spoilern. Nein, ich kann es mir nur nicht vorstellen. Ja. Bei Smod sehen wir es das erste Mal kämpfen. Ja, ja, aber er hat, ja. Die Knutschkugel. Er hat sie einfach umgehauen. Armer kleiner. Wir mit dem Spiel, der nimmt ihn ganz ernst. Unglaublich. Ja, da hat jemand wirklich seinen Spaß. Oh ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie er einfach vor seiner Wii sitzt. Schlitz, yeah! Genau, Schlitz, yeah! Ja, okay, also das spricht hier wieder Bände. Ja, ich muss eigentlich dazu gar nichts mehr groß sagen. Oh! Oh! Das nee. War knapp. Also das war wirklich knapp, man, er war schon in der Blase. Das ist vollkommen richtig, ja. Wenn er wieder schätzen, wird Marcel ein Leben verlieren. In all diesen Kämpfen. Eins, denke ich, ja. Ja. Einfach weil ich Kirby mag. Der Kuchen wurde quasi schon gegessen, bevor der Kampf überhaupt losging. Sozusagen, ja. Weiche Knie vor Ehrfurcht. Na guck mal, wie einfach nur stehen bleibt. Man hat das Gefühl, er nimmt das nicht so ernst. Ja, er denkt sich wahrscheinlich so, wann kommen wir denn hier los? Ne? Dann kommen die Leute, die ihm auf die Fresse hauen. Und, wow, okay. Ja, das. Oh. Ja. Wobei, ich habe gerade eben Bullshit erzählt. Das ist ja gar kein Best of 3. Es werden ja so oder so drei Kämpfe gemacht. Das heißt, vielleicht dreht sich das Blatt ja nochmal und Marcel kriegt jetzt so eine Packung. Was nach dem Kampf jetzt wahrscheinlich nicht so logisch ist, aber es könnte passieren. Und Kirby ist jetzt pink. Richtig. Und Pikachu, toll. Da wollte er cool sein und auf dem Rand links rausgehen und fällt trotzdem bis da ganz unten. Ja. Pikachu hat es halt einfach nicht drauf, ne? Ja, das ich meine, der hat sich hier in quasi jedes Spiel eingeschlichen. Einfach nur um zu sagen, ich war dabei. Genau. Und das sieht auch schon wieder mal... Ja, es sieht schon recht eindeutig aus. Was soll man da... Okay. Ich jetzt nur... Das Problem bei Kirby ist wirklich, wenn der einmal irgendwo in der Combo drin ist, dann fliegt er. Ja. Weit. Also, ich wollte gerade sagen, es könnte ein Zero to Death werden, aber er hat 50% Schaden gekriegt, deswegen ist mein ganzer Respekt jetzt flöten gegangen. Genau. Das ist voll der Kacknoob, ey. Schlecht, Marcel. Also, richtig. Wenn du das hier siehst, dann musst du noch besser werden. Genau. Am besten wirfst du das Spiel einfach wieder weg. Hat eh keinen Wert. Also. Ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich so dunkel daran zurückdenke, Smod war einer der Teilnehmer, die gesagt haben, nehmt euch in Acht vor mir, ich bin gefürchtet und ich mache euch alle platt, ihr Noobs. Ja, man sieht, das trifft voll zu. Ja, das ist scheint gerade nicht ganz eingehalten zu werden. Das Schöne ist ja für mich quasi, weil also, wir wissen, ihr kommentiert das ja nach und da das schon so ewig her ist einfach, alles... kann ich mich an fast nichts mehr erinnern. Sehr gut. Eigentlich nur noch so anders an die Sachen, die zum Schluss aufgenommen wurden. Okay. Deswegen ist es jetzt quasi wieder blind für mich. Das ist wieder total blind alles für dich. Completely. Jedenfalls kann man bisher, glaube ich, echt sagen, Gruppe H sollte den Preis gewinnen für die schnellsten Kämpfe. Das ist richtig. Und für die einseitigsten. Das stimmt. Ich glaube, wir haben ja... Und für die unabwechslungsreichsten, sowohl von der Charakterwahl als von den Stages. Ja, Marcel ist da relativ einfallslos, habe ich das Gefühl. Ja, aber gut, ich glaube, er will einfach nur gewinnen und sagen so, komm aus Wolle, ich zerfetze jetzt einfach alle mit meinem Main.
Für mich gibt's ja keine Risikospiele oder sowas, wo Captain Falcon nehmen oder so. Das hätte fast in die Hose gehen können. Das ich mach das übrigens auch. Das ist auch in die Hose. Ich mach das ja auch gerne mit Kirby, wenn ich oben bin, mit dem Stein einfach um runterzukommen. Oh, Fox! Er lacht. Ich bin begeistert. Mal ein anderer Charakter. Tu mir bitte nichts. Tu mir bitte nichts, ja. Da hat er das richtige Spiel für ausgesucht. Er hat Fox doch nur genommen, um den Erstschaden zu machen. Glaube ich auch nicht so oft vertreten gewesen bisher, Fox. Ja, ich bin auch nicht so der Fan von Fox, muss ich dazu sagen. Du. Der ist mir zu unkontrollierbar. Fox ist so ein Charakter, der ich weiß nicht, ob das ihm aufgefallen ist, aber der fällt unglaublich schnell. Ja, das ist das Problem. das ist gar nichts für mich. Und die Rettungsattacke von dem ist gerade im Final Destination echt nicht gut. Wenn man da mal hängen bleibt, schon wieder dieser scheiß Kante. Na, ja, oder man schießt sich in den Tod. Ja, das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um den Kampf vorzeitig zu beenden. Oh je, Mine. Wie ihn einfach mit dem Kreisel fertig macht, das ist unglaublich. Laser, ich zeig dir mal einen Laser. Boom. Ey, der hat doch Fox nur genommen, um in der Ecke zu stehen und ihm damit Schaden zu machen. Guck mal, jetzt macht das natürlich nicht, ist klar. Ah, jetzt wieder. Wenn er nah dran steht, schießt er, wenn er weit weg ist, schießt er nicht. Das ist effektiv die Waffe nutzen. Wow. Oh. Da freut sich der Roboter. Soll ich dir was sagen? Ja. Ich glaube, Marcel wird mit 9:0 die Gruppe... Wow. Siehst du, was habe ich gesagt? Ein Leben verliert er. Ja. Was krieg ich? Oh. Du darfst die Spielfahrt beenden. Ja, das war Looks Like Link gegen S-Mod 1987. Eindeutig 3:0.